Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park ist von DTV Entertainment. Ich glaube, du hast auch schon mal einen Park eingesendet, den ich auch, glaube ich, schon mal bewertet habe. Bin mir aber gerade nicht ganz zu 100% sicher, aber eigentlich schon. Dein Name kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange her. Eigentlich war von der Reihenfolge her Black Schwammig nochmal dran, aber den hatte ich ja in der letzten Folge schon. Und deswegen schiebe ich deinen Park noch ein bisschen nach hinten, Black Schwammig. Ich glaube, das... Oder ich hoffe, das findest du nicht schlimm. Ich denke mal, das ist auch nur fair, wenn du jetzt direkt zwei E-Mails hintereinander schickst, dass du da nicht zweimal direkt hintereinander drankommst. Ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Und ja, wie gesagt, jetzt ist der gute DTV Entertainment dran. Und er hat natürlich auch was dazu geschrieben, nämlich: Hallo Dandy, ich mag deine Videos sehr gerne und würde gerne wissen, was du von meinem Park hältst. Ich habe daran 6 Stunden gesessen und ist der erste Park außerhalb von Isla Nublar. Das ist sehr gut. Du bist der erste allgemein, der einen Park einsendet, der außerhalb von Isla Nublar ist. Und ich freue mich sehr darauf. Weil es gibt jetzt so viele coole Inseln, auf denen man Sandbox verfügbar hat. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Die Gehegestaltung war mir da etwas wichtiger als das Geben von Namen, aber ein paar Wesen haben dort Namen, besonders der T-Rex. Nette Grüße und viel Spaß beim Durchstöbern meines Parks. DTV Entertainment. Vielen Dank, ich werde hoffentlich Spaß haben. Und im Betreff steht Sanctuary Park. Ich bewerte eure Parks. Also ich denke mal, das ist auf dem Sanctuary Island. Also eine sehr schöne Insel und ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in dein Park. Und da sind wir im Park von DTV Entertainment. Ich weiß, keine tolle Fluganimation, aber das liegt einfach daran, dass ich hier im Sandbox-Modus, wenn es eine bestimmte Insel ausgewählt ist, die Möglichkeit leider nicht habe, hier die Insel zu wechseln. Das heißt, ich kann nicht mal diesen Einflug eben machen. Ich könnte hier als einziges machen Sandkasten neu starten, aber dann wäre logischerweise sein Park verschwunden. Deswegen fangen wir jetzt so in dem Bild an, was er uns hier hinterlassen hat. Und das sieht ja schon mal super interessant aus. Also ist mal was ganz anderes, ne? Sehr interessante Herangehensweise. Wir gehen aber zum Eingang des Parks natürlich. Der ist hier vorne. Hier kommen wir angefahren mit der Bahn. Und hier geht es dann runter in dein Park. Ankunftsort 1 heißt das Ganze. Ich denke mal, dann heißt der Sanctuary Park oder so, ne? Ich nehme einfach den Namen aus der E-Mail. Ich denke, der wird richtig sein. Und ja, als allererstes ist dann hier eine Einschienbahnstation. Interessant. Ja, du hast jetzt auch, glaube ich, nur 6 Stunden dran gesessen. Ich glaube, dann hast du solche Sachen nicht mehr ganz so krass überarbeitet. Das sind nämlich auch so Sachen, wenn du von oben arbeitest, also so, man arbeitet ja meistens so, da sieht man das gar nicht so doll, dass es sehr steil ist und sowas. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das sind halt alles Feinheiten und man muss ja auch nicht bei jedem Park irgendwie, ja, 20 bis 30 Stunden dran sitzen. Dann hat man das natürlich perfekt, aber ja, ich finde es schon in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Gut, Benennung hast du natürlich nicht gemacht, aber du weißt natürlich, dass ich so eine Einschienenbahn fahre, das kommt sehr selten vor. Mal schauen, ob ich es überhaupt nochmal machen werde. Wir kommen auf jeden Fall als allererstes mal in so einen schönen Besucherbereich. Da muss ich nochmal eine kleine Sache bemängeln, also sei mir nicht böse. Finde ich immer nicht so gut, wenn man an solchen Sachen Elektrozaun benutzt. Weil die Besucher könnten hier ja easy gegenkommen. Ich meine, sie wären selber schuld. Aber in diesem Bereich hätte es ja auch ein normaler Zaun getan. Deswegen hätte ich hier einen normaleren Zaun besser gefunden. Aber wirklich ein sehr schöner Eingangsbereich. Ist natürlich so ein bisschen Isla Nublar. Nicht Isla Nublar. Doch, das ist ja Isla Nublar, ne? Jurassic World Style halt so, ne? Diese Einkaufsläden und dann kommt man auf so ein Innovationszentrum. So kennt man das Ganze ja. Aber kann man meiner Meinung nach nicht viel verkehrt machen. Ich finde es auch gut, dass du hier hinter den Weg nochmal so schön lang geführt hast. Das sieht nice aus. Und dann geht es hier, wie gesagt, auf ein Innovationszentrum zu. Das hast du auch einmal umkreist. Ja, mehr oder minder gleichmäßig. Irgendwie kein Kreis und kein Ei. Ja, weiß ich auch nicht. Hier ist auch ein paar Wege nicht verbunden. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber wahrscheinlich schon. Nur den Vorder- und Rückweg. Und hier links geht es dann zu deiner Ausbrütstation, zu deiner Rangerstation und zu deinem ACU-Helikoptergebäude. Hier gibt es nichts zu entdecken, oder? Nee, hier gibt es leider nichts zu entdecken. Aber auch nicht weiter schlimm. Hier gibt es auf jeden Fall schon die ersten Dinos zu sehen. Wir gehen mal in dieser Vision hier lang. Da sieht man dann schon den Schweif von einem Diplodocus. Das ist so ein Diplodocus, ne? Bin ich gerade doof? Ja, natürlich. War gerade irgendwie verwirrt. Genau, hier hast du auf jeden Fall im ersten Gehege ganz viele Diplodocus. Oh, wie schön das hier aussieht, ne? Mit dem Wasser. Das ist halt Sanctuary Island, ne? Das ist halt ganz andere Himmel, ganz anderes Wetter und allgemein alles so ein bisschen anders. Ich habe auch das Gefühl, dass das Wasser anders aussieht, oder? Irgendwie mega nice aus. Gefällt mir gut. Hier hast du nochmal ein paar Läden. Und dann kommt man hier zu deinem ersten Hotel. Und das hast du auch einmal umkreist. Ja, hier die Glättung und die Wege sind leider nicht ganz perfekt. Aber nicht so schlimm. Oh, hier ist eine Jurassic Tour. Ich freue mich schon.
So, was ist denn hier für eine Sicht? Sind das da Gehege? Ich sehe leider keine Dinos. Schwer einzuschätzen, was hier Gehege ist und was nicht. Ja, ich glaube aber hier ist ein Gehege, ne? Also ich glaube, die Sicht wäre gar nicht schlecht, aber leider sind gerade keine Dinos zu sehen. Wir gehen mal erstmal hier außen lang. Und das war auch die richtige Entscheidung. Hier ist nämlich die Jurassic Tour. Ich glaube, du hast halt wirklich nicht so viel Priorität hier auf Glätten und schöne Wegformen und sowas gelegt. Ich glaube, du hast hier wirklich ein größeres Projekt geplant, wie man hier sieht. Da freue ich mich auch schon drauf. Sieht mega interessant aus. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht mal so kritisch beäugen. Also sowas ist natürlich nicht schön, wenn man so Kanten und sowas drin hat. Und auch Wege kann man natürlich hier ein bisschen schöner gestalten. Aber ja, wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen hier Spaß haben und das Ganze nicht so kritisch sehen. Es muss ja noch nicht immer alles perfekt sein. Ihr dürft auch gerne Parks einsenden, die eine coole Idee haben und nicht, wo ihr nicht gerade 30 Stunden dran gesessen habt. Finde ich auch nicht schlimm. Hauptsache, es macht allen im Endeffekt Spaß. Hauptsache, es macht mir Spaß. Hauptsache, es macht euch Spaß. Ich denke mal, das ist gegeben. Aber wo sind denn die Dinos? Was ist das da für ein roter Punkt? Seht ihr das? Wie knallrot der ist denn auf der Ladefläche? Ach, das ist das Licht von dem Truck. Oh lol, okay. Ich dachte gerade, da sitzt irgendeiner mit einem knallroten T-Shirt oder sowas. Auf der Ladefläche. Ja, hier die Strecke ist natürlich auch. Uiuiui. Ich meine, die Ansage kam ja gerade schon, dass die durch holpriges Gelände führt, die Fahrt. Aber ansonsten. Hier schon. Wo sind die Dinos? Hä? Das ist voll das Riesengehege und die sind keine Dinos. What's going on? Ah, ich sehe da hinten Dinos. Ein Baum. Ja, ist natürlich sehr, sehr holprig hier die Fahrt. Wie, die ist schon hier oben? What? Habe ich hier angefangen? Tatsächlich. Sind aber nicht viele Dinos drin, ne? Kann man eben kurz sehen, Dinos hin? Kann ich nicht sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier nur Dryos drin sind. Ich meine, Dryos sind mega cool. Sind richtig cool aus, die Dryos, ne? Aber in so einem riesen Gehege hast du nur Dryos reingepackt. Das ist aber sehr großzügig für die Dryos. Dryos sind so süß, ne? Tolle Dinosaurier. Vom Ceratosaurus wurden die gejagt. Interessant. Okay, ich glaube, ich habe die Tour halt echt schon durch. Boah, Alter, was so für ein großes Gehege du denen gegönnt hast. Sind halt wirklich nur Dryos drin. Okay, du meintest es auf jeden Fall sehr gut mit den Dinos. Habe ich jetzt so nichts gegen. Hier, das Gehege ist auch mega groß für die Diplos. Also das ist hier wirklich cool gemacht. Auch eine schöne Gehege-Idee hier. Alles so ein bisschen in der Schlucht mit Bäumen umgeben. Und hier das Gewässer sieht mega nice aus. Gefällt mir sehr gut. So, wir gehen natürlich weiter. Ich glaube, wir haben nämlich noch sehr viel zu entdecken. So, hier ist alles sehr, sehr holprig. Also da scheint es echt keine Prioritäten drauf gelegt zu haben. So, wuh. Stellt euch mal vor, ihr geht hier lang. Das ist ja schlimm. Alles hugelig und alles Elektrozäune. Auch die Dryos sind in Elektrozäunen. Kein Problem. Aber wie groß diese Insel ist, ne? Mega krass. Oh mein Gott. Guckt euch diese Aussicht an. Das Meer sieht so schön hier aus auf Sanctuary Island. Kann leider nicht weiter nach vorn gucken. Ist einfach wunderschön. Fehlt nur der Mosasaurus. So. Ja, bei Dinos hast du wirklich. Oh ne, hier sind viele Dinos. Oh, nice. Okay, was haben wir da? Da sehe ich einen Diplodocus. Den scheinst du sehr gerne zu mögen. Dann haben wir Triceratopse. Noch mehr Dryos, Pachys, Uranus, Eulocephalus, ne? Ne, Euoplocephalus. So. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Aber ich habe mich jetzt schon verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Wohl, warte mal. Wo sind wir lang gegangen? Hier. Hier, außenrum. Okay, das ist das Gehege hier. Ja, na gut, ist ja ganz klar eigentlich, ne? Du hast halt die Gehege relativ so gestaltet, sind sehr groß und länglich. Und auf einer Seite ist das Wasser. Ist ja klar, dass die Dinos sich alle hier aufhalten. Das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Hat es hier eine schöne Oase gebaut. Aber auch hier, meiner Meinung nach, ein bisschen zu hügelig alles. Also da ein bisschen mehr das Glätten-Tool benutzen, ist schon nicht verkehrt. Ich denke mal, die Dinos haben wir gesehen. Hier können wir sogar noch mal in eine Beobachtungsgalerie gehen.
oder beziehungsweise einen Turm. Und hier hat man natürlich nochmal eine sehr schöne Sicht, ne? Also, gefällt mir sehr gut. I like it. Auf dieser Insel sieht das Wasser und die Palmen und alles komplett anders ausgefüllt, oder? Sieht alles richtig so paradiesisch aus. Ich liebe dieses Sanctuary Island. Ich muss da auch unbedingt nochmal einen Park drauf bauen. Aber erstmal müssen wir unseren High Security Park fertig machen. So, hier stöbern wir mal rüber. Hier ist auf jeden Fall den richtigen Zaun gewählt bei Spinos. Die chillen ja auf jeden Fall. Not bad. Boah, ich habe hier so eine komische Art, gerade durch den Park zu gehen. Aber ist auch echt schwierig. Gibt es hier noch irgendwie... Ne, hier hast du auch gar keinen Turm oder so eingebaut, ne? Hier gibt es zum Beispiel gar keine Chance, die Spinos zu beobachten. Aber ich sehe schon so ein bisschen. Du hast echt so ein bisschen Gehege gemacht nach Mottos so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was das hier so gemischt. Hier ist mehr so bergig und grasig. Hier ist Wüstengehege und hier ist so richtig ein Sumpf. Also der Sumpf sieht schon mega cool aus so mit dem Wasser, wenn man so von oben guckt, oder? Also ich finde, das hast du schon sehr gut hingekriegt. Sieht schon sehr sumpfig aus. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Sinn und Zweck. Hier haben wir auf jeden Fall Spinos. Spinos sind auch tolle Tiere unter der Jagd gerade. Mega cool. Tannenbäumchen heißt der. Ich hoffe, der fängt noch einen Fisch für uns. Möchte ich nochmal sehen. Ja, das schafft es. Ja, da ihn. Sehr gut. Lass ihn dir schmecken, Tannenbäumchen. Coole Sache. Oh, hier sind sogar vier drin. Okay, was haben wir hier noch? Nur der eine, der benannt ist. Nee, da, Sumpfmonster. Fünf sind sogar. Satellitenphone. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das für Namen sind, aber sie gefallen mir. Richtig cool, dass du hier fünf Spinos drin hast. Ist auch ein sehr großes Gehege. Also du meinst, es ist wirklich gut mit den Dinos. Da kann sich keiner, kein Umweltschützer beschweren. Spielwarenladen. Hier sind noch so ein paar Geschäfte. Hier nehmen wir ein Restaurant. Hier ist die nächste Einschienbahnstation, die Bar und das nächste Gehege. Das sieht mir aus wie so ein Vulkangehege. Seht ihr das? Hier ist ein richtiger Vulkan. Na, die Sicht geht so, ne? Also könnte besser sein. Aber man sieht gerade sogar den T-Rex. Auf der heißt Sandy. Wäre auf jeden Fall cool. Aber das Gehege sieht auch schon wieder komplett anders aus vom Untergrund und so, ne? Das hast du wirklich ganz gut hinbekommen. Ich glaube, das soll hier so ein Vulkan-mäßig sein, ne? So ein bisschen. Bin mir nicht sicher. Da, Dannysaurus Rex. Ich bin in deinem Park verewigt. Was für eine Ehre. Dankeschön. Irgendwie bin ich immer dieser T-Rex, ne? Ihr habt euch das gemerkt, dass es mein Lieblingsskin ist, oder? Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Oh, guck mal, wie schön diese Insel einfach aussieht. Oh mein Gott, Leute. Nach dem High Security Park werden wir auf jeden Fall auf dieser Insel was. Naja, nicht unbedingt. Es gibt die anderen Inseln, sind auch mega cool. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich den zweiten Boot als nächstes machen. Das war, glaube ich, auf Sorna oder so. Und dann Jurassic Park 3 nachbauen. Ich glaube, das war euer zweiter Wunsch, den werden wir machen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wie komme ich denn... Ah, hier geht's lang. Oh mein Gott, okay. Ja, was ist das hier? Das Vogelparadies. Schaut euch das an. Wie das aussieht. Aber es sieht schon cool aus. Es sieht sehr beeindruckend aus, aber du hättest hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr glätten können und so. Es hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dings gegeben. Hier ist es schön glatt. Hier hast du es super gemacht. Hier warst du wahrscheinlich noch motiviert. Und dann dachtest du dir so, irgendwie dauert das alles ewig, weil diese Wege so schrecklich sind. Und dann hast du es hier hugelig gemacht. Oder der Platz hat einfach nicht ausgereicht. Das wird es wahrscheinlich eher gewesen sein, oder? Ne? Man kann hier noch anheben. Guck mal, so schnell. Guck mal, das dauert gar nicht so lange. Also man hätte das schon... Ja, man kann es nicht alles anheben, aber so ein bisschen hätte man es noch glätten können. Ja gut, hier ist natürlich vom Platz her dann ein bisschen schlecht. Aber ist jetzt, wie gesagt, auch nicht weiter schlimm. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Ich verstehe das nicht. Man sieht es gerade ganz schlecht, weil es regnet. Beobachtungsgalerie. Ja, da sieht man sogar ein Dino. Ein Allo. Okay. Der schleicht hier rum. Aber das ist alles das gleiche Gehege hier, oder? Hier nehmen wir mal die nächste. Noch ein Allo. Oh, das ist der gleiche Allo, glaube ich. Gehen wir schnell in die nächste. Oh, ein Allo. Was für ein Zufall. Okay, interessant. Nächste. Ein Allo, der sich schlafen legt. Oh. Ein süßer kleiner Allo. Da schläft er. Gute Nacht, Kleiner. Ich will dich gar nicht weiter stören. Okay, sehr interessant. Ist das hier alles ein Gehege?
Also, dass es jetzt gerade regnet, macht es wirklich nicht einfach, weil ich es von oben nicht erkennen kann, leider. Gehen wir mal hier so ein bisschen random in ein paar Stationen rein. Ob wir noch was zu Gesicht bekommen. Hier ist nix. Ach nee, okay, aber das hier vorne ist echt alles ein Gehege. Okay. Ich dachte, dass. Also, ich muss echt sagen, dass ich hier ein bisschen mehr erwartet hatte bei diesem ganzen Platz hier mit den Galerien. Das sah so sehr vielversprechend aus. Und es ist tatsächlich halt nur ein Gehege mit einem Allo, den man sehr, sehr gut beobachten kann, anscheinend, durch die Galerien. Also die Idee finde ich sehr cool, aber ich glaube, du hättest dann echt hier dir noch so ein bisschen was überlegen sollen, was man hier hinmacht, damit das Ganze noch spannender gewesen wäre. Wir gehen mal ganz kurz hier in den Turm und da sehen wir schon ein sehr schönes Gehege mit gemischten Pflanzenfressern. Jetzt sehe ich da Nigasaurus, Mamenchi dürfte das sein, Brachios. Ich hoffe, da gibt es noch eine Tour oder sowas durch. Jurassic Tour, das wäre nice. Das werden wir hoffentlich noch rausfinden. Hier gibt es nochmal eine Beobachtungsgalerie. Oh, wie schön. Jetzt aber auch noch ein bisschen mehr Büsche und so unterbringen können, finde ich. Also so ein bisschen hast du es gemacht, aber ein bisschen begraster hätte es ruhig sein können. So. Was haben wir hinten? Hier ist wahrscheinlich das gleiche so von der Idee her, ne? Ein Gehege mit einem Dino. Ne, zwei Dinos sogar. Okay, da schauen wir mal kurz rein. Sind nämlich hier zweimal ein Acrocanthosaurus. Aber das Schöne ist jetzt, man kriegt auf jeden Fall eine gute Sicht. Weil man einfach jede Galerie auswählen kann. Komm, mach mal irgendwas Cooles. Fürs Video. Komm schon. Für die Klicks, für die Likes. Tu etwas. Okay, macht er jetzt was? Nicht so aus. Wir müssen mal eben in die andere Galerie wechseln. Er hat keinen Bock, was zu machen. Das sind ja die Futterspender im Hintergrund spannender als du, Acrocanto. Da kommt sogar eine Ziege raus. Oh, jetzt. Er macht was fürs Video. Sehr gut. Immerhin. Okay, da hinten haben wir auf jeden Fall noch einen. Der versteckt sich. Oh, das ist sogar einer mit einem noch schöneren Skin. Aber der versteckt sich leider gerade. Da gehen wir mal so hin. Nein, jetzt geht er in den Wald. Gemein. Komm wieder raus. Ja, da ist er. Den Skin mag ich sehr, sehr gerne von ihm. Aber ich glaube, bei dem Acrocanto, wenn ich mich entscheiden müsste, der hat ja sehr schöne Skins allgemein, würde ich mich, glaube ich, für diesen schwarz-rötlichen entscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr gerade den vor Augen habt. Wer ist denn das hier? Dschungelmuster. Ich habe auch keine Ahnung, welcher das ist, aber ich glaube, für den würde ich mich entscheiden, wenn ich müsste. Okay, Acrocanto hier und hier. Beide keinen Namen, leider. Ja, aber jetzt vom Weiten habe ich wirklich mehr erhofft oder mehr erwartet hier, muss ich sagen. Das ist halt jetzt wirklich nur ein Gehege mit ganz vielen Galerien so. Naja, ist ja auch nicht weiter schlimm. So, hier haben wir ein Türmchen. Auch nochmal Sicht auf den Acrocanto. Okay. Also du hast wirklich gar nicht so viele Dinos freigelassen. So, hier hinten geht es dann nochmal rein. Ist hier eine Jurassic Tour oder sowas durch? Nee, ne? Schade. Hätte ich mir nochmal gewünscht, so eine schöne Fahrt. Bin ja allgemein großer Fan von diesen Fahrten. Hat man hier noch Dinos? Nee. Sind leider die Bäume auch nicht so gut platziert. Aber hier haben wir wirklich, glaube ich, nur Nigasaurus und... Wie spricht man den eigentlich aus? Ich will jetzt gar nicht so viel über den Namen diskutieren. Aber das ist ja eigentlich von dem Fluss abgeleitet wahrscheinlich, ne? Den spricht man, glaube ich, Niger aus, oder? Ich weiß es nicht. Aber so eine Diskussion, die kann nur schlecht enden. Über den Namen von dem Dinosaurier. So, ja, ich glaube, hier haben wir aber keine... Benennungen leider. Schade, schade. Ansonsten bin ich schon durch, nee, oder? Das Ding ist doch riesig. Tatsächlich, ich bin durch, ne? Boah, ich glaube, das ging jetzt voll schnell. Aber du hast halt auch nicht so viele Dinosaurier und sowas, ne? Hm, und auch nicht so viele Fahrten. Wisst ihr was, Leute? Wir hören uns nochmal eben hier diese wunderschöne Fahrt. Komm, das machen wir jetzt nochmal eben. Weil es einfach sehr schnell ging. Ich mache das ja auch sehr, sehr selten, aber eigentlich ist es voll schön, wenn ich das jetzt mal so sehe. Es dauert nur teilweise echt lange und ich finde, dass man... Ja, hier geht es jetzt noch, weil der Park sehr großflächig ist und sehr große Gehege hat. Aber wenn man so kleine Gehege hat, finde ich, geht diese Fahrt immer ein bisschen sehr schnell. Dann kann man gar nicht gut beobachten. Finde ich immer stressig. Wenn man selber mit so einer Tour rumfährt oder einem Jeep zum Beispiel, dann kann man ja auch mal Halt machen oder so. Jetzt guck mal, jetzt können wir gar nichts mehr sehen da hinten. Oh, aber wir sehen den wunderschönen Strand hier. Sanctuary Island ist wirklich mega hübsch. Oh, die Tour, also die ist wirklich gut. Also das muss ich dir lassen.
Man kommt wirklich gut an allen Dinosauriergehegen vorbei. Hätte auch einfach direkt die Tour machen können, dann hätte ich ja den kompletten Park wahrscheinlich erkundet. So, da hinten haben wir Spinos. Ja, seht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist auch für euch zum Anschauen unangenehmer, weil ich jetzt versuche, die ganze Zeit gegenzusteuern mit der Kamera, aber es geht halt nicht. Dadurch verwackelt halt die Kamera. Deswegen fahre ich auch echt ungern diese Dinger. Also ich finde, man kann einfach nicht gut beobachten. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, was ich damit meine, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Park von DTV Entertainment haltet. Ich kann dir aber empfehlen, beim nächsten Mal noch so ein bisschen mehr Büsche und so zu machen. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Mühe dir zu geben bei den Wegen. Ein bisschen mehr hier zu glätten und sowas. Und wenn du sowas baust, überleg dir ruhig ein bisschen mehr so dazu. So ein Motto oder mach das irgendwie. Ich weiß nicht. Also da kann man sicherlich was machen. Die Idee hier an sich finde ich sehr, sehr cool mit der Gestaltung hier mit diesem Rundbogen. Sieht schon sehr vielversprechend aus. Aber im Endeffekt waren es dann leider nur zwei längliche Gehege, wo dann drei Dinosaurier waren. Das ist halt leider ein bisschen enttäuschend. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe, ich habe alles gesehen. Ich glaube schon. Ja, genau. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.